Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute beschäftigen wir uns damit, einen neuen Krusty Burger zu bauen. Ja, richtig gehört. Heute machen wir uns dran, einen neuen Krusty Burger zu bauen, der letzte ist ja schon ein paar Jährchen her, der hat schon ein bisschen an Optik verloren und wir wissen ja alle, Krusty ist reich, der kann sich locker noch einen zweiten Krusty Burger bauen. Von daher werden wir heute in dieser Folge den Krusty Burger komplett einmal bauen von außen, auch das Schild und so kommt dazu. Und dann im zweiten Teil, den ich dir unten einmal verlinken werde, sobald er dann auch hochgeladen ist, machen wir den Vergleich zum alten Krusty Burger, den ich vor 3 Jahren gebaut hatte und dann deren. Also diesen Krusty Burger, den wir jetzt bauen und auch von der inneren Richtung gucken wir mal. Noch 1-2 kurze Infos zu diesem Krusty Burger. Wir haben den vor 3 Jahren aus der Spiele-App gebaut und diesen hier habe ich mich eher mehr zu den Folgen der Simpsons gerichtet. Das ist so an sich jetzt die aktuelle Version des Krusty Burgers. Hier mal ein kurzes Bild reingehauen. Zack, puff, da ist es. Wie ich ihn denn von innen drin mache, muss ich noch gucken. Versuche ich mir irgendeine schöne Folge aus, wo man den mal gut sah. Und ja, würde ich sagen, legen wir los. Ja, dann schauen wir mal in die Kiste rein, was heute auf uns hier lauert. Wir nehmen jetzt mal die erste Reihe raus. Und dann holen wir uns einfach mal ein bisschen weiße Keramik raus. Dann holen wir uns glatten roten Sandstein raus. Achte einfach bitte drauf, dass er wirklich glatt ist, dass wir hier an sich ja einen guten Übergang haben. Dann holen wir uns noch davon die Treppen raus und Stufen. Also wie gesagt, achte auf die glatten Stufen. Sieht einfach am besten aus, wenn wir da irgendwie keine Kerben drin haben. Ja, dann holen wir uns noch ein paar Steintreppen und dann noch ein paar Steinstufen und dann noch ein bisschen hellgrauer Beton. Beim Glas würde ich mal sagen türkise Glasscheiben, aber da kannst du die Farbe natürlich wieder selber aussuchen. Und dann holen wir uns noch ein paar Eisengitter raus. Okay, wenn wir denn alles zusammen haben, legen wir los erstmal mit der weißen Keramik und ziehen uns so ein bisschen den Grundriss von unserem Krusty Burger, an sich unser jetzt Viereck hier. Ich beginne jetzt irgendwo. Ich sage jetzt einfach mal hier, beginne ich. Ich richte mich jetzt so ein bisschen von der Straße aus, ne? Ich sag mal so, haltet euch so einen Abstand von 5 Blöcke, vielleicht 6 Blöcke, so einen Abstand so ein bisschen. Bei mir sind es jetzt natürlich 5 Blöcke, damit ihr hier noch vielleicht so eine kleine Grünfläche oder sowas noch hinbasteln könnt. So, dann ziehen wir uns einmal den Krusty Burger hier so ein bisschen zur Seite einmal weg. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, 19 Blöcke einmal hier gerade lang gezogen und dann geht es einmal nach hinten weg. So, da ziehe ich hier den ersten wieder mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Also haben wir ein perfektes Viereck von 19 mal 19. So, wenn wir die anderen 2 Seiten auch noch lang gezogen haben, machen wir als nächstes jetzt erstmal an den Ecken. Ich würde mal sagen, noch 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke einfach mal rauf. Haben wir das denn gemacht? Suchen wir uns jetzt mal die Seite aus, mit der wir beginnen möchten. Ich nehme jetzt einfach mal die Straßenseite hier. Das wird eine komplette Fensterfront werden. Da beginne ich einfach mal jetzt mit den glatten roten Sandstein, dass ich mir jetzt hier erstmal die Fenster ein bisschen markiere. Ich fange ja gleich nach der ersten Strebe an und setze mir 3-mal einfach hier unseren Sandstein hin, gehe zur Seite und lasse mir jetzt hier 4 Blöcke an sich Platz und setze mir nochmal 3-mal den Sandstein hin. Gehe ich hier weiter und lasse mir jetzt aber 5 Blöcke in dieser Mitte hier einmal Platz und dann sollte das hier perfekt passen, wenn wir an der Seite hier noch zack den Sandstein anpacken und dann hier haben wir noch 4 Blöcke Platz. So, oben können wir dann einmal unsere Keramikschicht nochmal langziehen. Danach nehmen wir dann nochmal die also Sandsteinstufen, können wir einmal unten wie oben hier nochmal langziehen. Wenn wir das dann auf der Seite dann erstmal so fertig haben, gehen wir jetzt weiter. Einfach mal jetzt hier auf die hintere oder rechte Seite jetzt hiervon. Hier machen wir nochmal das gleiche Fenster, wie wir jetzt vorne so ein bisschen hatten. Aber wir machen hier nur 1 davon und zwar ein 4er-Fenster. So, dann machen wir auch nochmal hier die Stufen unten wie oben hin und dann können wir die restliche Seite komplett mit der weißen Keramik ausfüllen. Okay, wenn wir dann auch die Seite dann erstmal so fertig haben, geht es jetzt auf die Rückseite von unserem Krusty Burger. Hier können wir erstmal die komplette Fläche mit weißer Keramik ausfüllen. Haben wir denn einmal die komplette Fläche ausgefüllt mit weißer Keramik, beginne ich jetzt, wenn ich auf der Rückseite stehe, auf der rechten Seite hier einfach mal und zähle jetzt einfach mal
zur Mitte so ein bisschen hin und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den achten Block schlagen wir mal weg. Das Ganze machen wir dann auf eine Viererhöhe. Und können jetzt hier einfach mal so einen kleinen Türrahmen reinhauen mit unseren roten Sandstein. So, die Mitte schlagen wir frei und die Tür setzen wir im Nachhinein noch ein. Kommen wir nun denn noch zur letzten freien Seite, die wir haben. Die wollen wir natürlich jetzt auch noch fertig ziehen. Da fangen wir am besten auch wieder erstmal auf der rechten Seite an. Hier setzen wir erstmal eine Keramikstrebe hin. Danach machen wir gleich unsere Haupttür. Schlagen, würde ich mal sagen, die ersten 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Nehmen unseren roten Sandstein und können hier erstmal unseren Türrahmen wieder hinsetzen. Auch wieder auf eine Viererhöhe. So, wenn wir denn den Türrahmen haben, würde ich sagen, machen wir gleich die Tür noch rein, schnappen unsere Glasscheiben und dann kann man sich wieder aussuchen, wohin soll sie aufgehen. Ich mache sie erstmal nach außen auf, kann man vielleicht auch nochmal ändern nach innen, ne, wie es einem so passt. Danach setzen wir dann oben wieder ein bisschen Keramik nach und können jetzt hier, würde ich mal sagen, wieder eine Keramikstrebe ziehen. Und dann lassen wir, würde ich sagen, 2 Blöcke Platz und setzen hier auch wieder so eine Strebe hin, können das oben miteinander verbinden. Und füllen jetzt dieses Fenster nicht aus, sondern wir setzen unten wie oben ein paar Sandsteinstufen hin. Dann geht es hier weiter zur Seite. Jetzt können wir hier wieder 2 weitere Keramikstreben einfach mal reinsetzen. Lass dann unten 2 Blöcke Platz und dann kann ich mir von hier aus die letzten 4 Blöcke einmal bis nach oben hinziehen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier so ein Zweier Blockfenster einfach mal hin. So, das wird so ein bisschen unser McDrive-In werden. Da können wir jetzt hier einfach mal sagen, oben einfach mal Sandsteinstufen hin und unten machen wir es auch nochmal, aber nicht genau da drauf, sondern wir machen so ein bisschen nach vorne, dass es hier so ein kleines Brett ist. Doch, wir machen das so hier. Zack, und dann lassen wir das auch. Dann haben wir von unserem Krusty Burger jetzt erstmal alle 4 Seiten so ein bisschen vorgezogen. Jetzt heißt es, dass wir einmal uns nach innen drin begeben und wir fangen jetzt an, die Fenster mit Glas zu besetzen. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen mit doppelte Wände arbeiten. Also du kannst ja auch wieder Tapete reinsetzen in deinen Krusty Burger. Also der muss nicht genauso aussehen wie von außen. Also kannst du dich jetzt auch ändern. Ich lasse das Ganze so, weil es auch beim Original eigentlich genau die gleiche Farbe hat von innen wie außen. Dann würde ich mal sagen, wir fangen am besten hier bei unserer großen Fensterfront an, uns hier das Glas einmal reinzusetzen. Dabei setze ich mir an sich die Sandsteinblöcke genauso ran, wie wir an sich schon das hier so vorgegeben haben. Wenn wir das hier gemacht haben, platziere ich mir unten eine weiße Keramikschicht wie oben nochmal. Wenn wir das dann erstmal soweit haben, schnappen wir wieder unsere Glasscheiben und können die jetzt einfach hier reinsetzen. Und keine Angst, Glasscheiben verbinden sich nicht mit Stufen, also von daher passt das Ganze. Aber du kannst auch gerne zu Glasblöcken wechseln, wenn dir das mit den Glasscheiben nicht gefallen sollte. So, ich habe jetzt eine hier schon mal fertig gezogen und gucken wir nochmal von außen. Ich finde, das geht an sich, ne? Hat man so einen schönen Rahmen bei und von innen drin verliert man den Rahmen auch nicht unbedingt, ne? Also man hat den ja auch noch. Ja, wenn wir denn die Fenster soweit haben, geht es jetzt hier auf die Vorderseite, wo wir unsere Haupttür und so haben. Da haben wir ja auch nochmal 2 Fenster. Die ziehen wir ein bisschen anders. Dann nehmen wir einfach mal die weiße Keramik zur Hand, platzieren die an den Seiten jetzt, einfach mal von unseren Fenstern. Einfach komplett hier an den Seiten einmal hin. So lasse ich das einfach mal und dann platziere ich mir dazwischen einfach unsere Glasscheiben. Das hier vorne ist an sich ein ganz normales Fenster, ne? Da kann der Kunde noch hingehen und durchgucken und das zweite hier wird ja an sich unser McDrive-In werden. Da mache ich so, dass das Fenster nur nach oben so ein bisschen gestellt ist, also dass eine aufgemacht wurde, ne? Um halt ein sein Essen durchzureichen. So kann man sich hier die restliche Wand eigentlich zuziehen. Sag mal bis hier so, dass es schön anschließt. Dann hat man hier vielleicht noch eine Nische, wo man ein bisschen Geschirr oder sowas reinhauen kann, vielleicht ein paar Herde oder sowas, ne? Auf der anderen Seite sieht es dann eben so aus, ne? Halt hier unser McDrive-In. Da hat man auch eine kleine Abstellfläche, da kann man ja irgendwas drauf platzieren, ne? Vielleicht noch irgendwie eine Krusty Burger-Tüte, ne? Falls man sich ja gerade was bestellt hat und der ist noch nicht hier richtig vorgefahren, ne? Ja, ansonsten hier das normale Fenster. Und dann sind wir an sich von dem innen drin verkleiden so ein bisschen schon fertig. Den Rest, wie du das hier jetzt gestaltest, entscheidest selber oder guckst dann in den zweiten Teil nach, wie ich mir das gemacht habe, vielleicht als kleine Inspiration oder sowas.
Und wenn du dich jetzt wundern solltest, warum ist denn das hier noch so tief? Ich habe mir das einfach schon so ein bisschen ausgegraben, weil das heißt eigentlich, dass ich hier dann am Ende einfach nur noch den Boden hinsetzen muss, keine Arbeit mehr habe, hier was wegzuhauen. Naja. Okay, dann würde ich sagen, geht's weiter und zwar jetzt mit dem Dach. Wir nehmen uns einfach mal unsere Steinstufen zur Hand und die ziehen wir einfach mal komplett oben einmal lang an den Seiten, hier auch komplett um die Ecke einmal. Wenn wir das denn soweit haben, einmal unsere Steinstufen ringsherum gezogen, geht's weiter mit dem Sandstein. Jetzt machen wir darauf das Dach. Das Ganze ist eigentlich relativ simpel. Wir machen so ein kleines Pyramidensystem. Insgesamt stapeln wir das Dach auf eine Höhe von 3 Stufen. Ich zeige euch das hier einmal kurz hier an der Ecke, wie ich das so meine. So in etwa ziehen wir uns das Dach einmal rum. Ich mache hier einen Zeitraffer wie immer draus. Bevor wir jetzt weitermachen bei unserem Krusty Burger zu bauen, tauschen wir mal kurz einen Block aus. Und zwar habe ich jetzt einmal die Sandsteintreppe durch eine Steinzieltreppe ausgetauscht, weil ich jetzt gesehen habe, wenn wir jetzt an sich die Streben im gleichen Blockmaterial setzen, dann sieht man das gar nicht. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Jetzt, wenn ich jetzt das Original vor Augen habe, sehe ich, das ist doof. Wir machen das doch ein bisschen mehr in der Spiel-App-Version. Sieht an sich im Minecraft ein bisschen besser aus, kommt besser rüber. Noch einmal kurz eingeblendet, wie das aussieht. Wir machen jetzt einfach hier mit Stein uns die Streben so ein bisschen hin. Da fangen wir an den Ecken einfach mal an. Ist immer so ein bisschen alles auch gleich aufgebaut an den Seiten. So, wir machen hier einfach mal ein paar Steinblöcke hin. Darauf machen wir dann jeweils immer eine Stufe hin. Das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Dann haben wir so ein bisschen den Durchlauf, wie man das auf jeder Seite macht, drin halt. Ups, ohne hier alles wieder wegzuhauen. Wir machen an den Seiten 3 Steinblöcke hin. Darauf dann jeweils immer nochmal eine Stufe. Und dann treffen sich die zwei in der Mitte so ein bisschen. Dass wir jetzt einfach mal hier ausgehen von 3 Blöcke Platz. Und dann können wir hier an sich 2 Treppen hinsetzen. Dann lassen wir mal 2 Blöcke Platz und setzen dann immer hier so ein bisschen Treppen hin. Immer 2 Blöcke Platz lassen, wieder Treppen hin. Und dann sollten sie sich hier perfekt in der Mitte einmal treffen. Und dann können wir hier an sich unten noch einmal Blöcke nachhauen. Damit das hier verbunden ist mit dem Dach alles. So, und ganz oben setzen wir natürlich auch nochmal jeweils eine Stufe hin. Haben wir denn das Dach ein bisschen damit befestigt, sollte das am Ende so aussehen. Natürlich auf allen Seiten, natürlich identisch gleich, ne? Ja, gut, dann würde ich sagen, geht's weiter mit unseren Steinziegeltreppen, die wir jetzt neu dazu bekommen haben. Dass wir die jetzt an der Kante hier von unserem Sandstein einmal platzieren und komplett einmal hier ringsrum ziehen. Wenn wir das dann einmal ringsrum gezogen haben, können wir einmal kurz zu unserem hellgrauen Beton wechseln und dann hier einfach mal schon unser Dach zuziehen damit. Wenn wir dann das Dach damit einmal zugezogen haben, gehen wir wieder an unsere Kiste ran und jetzt holen wir uns hier die zweite Reihe einmal raus. Um den Krusty Burger Laden so komplett jetzt abzuschießen, holen wir uns noch hier ein paar Eichenblätter raus. Kannst auch jede andere Blätterart nehmen. Dann holen wir uns auch einfach mal ein paar Steinmauern raus, denn glatter Stein würde ich sagen, also Steinstufen davon, denn polierte Andesitstufen an der Eisenfalltür, Steinschalter, glatter glatter Steinblock. Dann hole ich mir noch eine Schwarzeichentür raus und passend dazu dann noch eine Treppe. So, haben wir auch dieses Material wieder zusammen, würde ich sagen, verballern wir erstmal die Blätter. Beim Krusty Burger ist an einer Seite so ein bisschen, Grünzeug noch dran. Das haue ich mir einfach hier zur Seite hin. Man kann es an sich so glatt lassen, wenn es einem gefällt. Ansonsten kann man ja noch ein bisschen Struktur reinhauen. Nicht wundern, warum da jetzt runter grüner Beton ist. Da werde ich dann später wieder Erde hinsetzen. Aber kann man so ein bisschen hier dran basteln, wie man das gerne hätte. Vielleicht auch so ein bisschen höher setzen hier alles. Und das ist schon ein bisschen vom Fenster, so eine kleine Hecke halt. So an sich kann man vielleicht noch ein bisschen Gras hinsetzen oder sowas, ne, um sich das hier ein bisschen zu gestalten. Du hast ja gesehen, wir haben jetzt eine Tür dabei. Die ist für auf unserer Rückseite für den Hinterausgang gedacht. Ja, da setzen wir einfach mal die Tür rein und oben dann natürlich noch die Schwarzeichenholz
Treppe, damit man hier eine große Tür hat. Und dann kommt man hier auch in den Krusty Burger rein. Den Rest, den wir hier noch haben, dieses kleine Material, ist dafür gedacht, dass wir hier oben so ein bisschen noch, ja, Dekoration uns drauf setzen können. Ich weiß selber noch nicht genau, wie. Ich habe mir da noch keinen Kopf gemacht. Da denke ich mal kurz drüber nach. Nicht gerade viel, ein bisschen weniger Eisblockmaterial, was wir brauchten. Naja. Ich habe mal geguckt bei ein paar Bildern und beim Krusty Burger ist auch nicht unbedingt so viel drauf. Ich habe da gesehen, so ein kleiner Schornstein war da drauf, eine Haube und dann irgendwie noch, ja, so eine Platte war da drauf. Keine Ahnung, was das war, aber einfach mal versucht, so ein bisschen darzustellen. Und fertig ist der Krusty Burger. Viel mehr war eigentlich nicht auf dem Dach. Ja, dann wollen wir noch mal gucken, was wir noch in der Kiste haben, denn ein bisschen was haben wir noch. So ein kleines Bonusmaterial, dann ist die damit auch weg, die Kiste. Und zwar machen wir noch hier vorne, würde ich mal sagen, so einen kleinen Mülleimer hin. So einfach mal so als Andeutung, weil auch bei, ja, beim Original Krusty Burger so ein kleiner Mülleimer vorne. Hier mit so einer Klappe, die man aufmachen kann, kann man den Müll reinschmeißen, ne? Kennt man ja. Ansonsten haben wir noch ein paar Schilder. Die würde ich mal sagen, neben unserem McDrive-In machen. An sich beim Krusty Burger ist ja so ein Pfeil, der darauf hinweist, wo der ist. Oder man kann dann noch vielleicht ein paar Angebote raufschreiben, wie man möchte, kann man sich was ausdenken. So, dann gehen wir nochmal auf die Rückseite von unserem Krusty Burger, denn jeder, der hier ranfahren möchte am McDrive, muss er auch hier irgendwo eine Sprechanlage haben. Die befindet sich dann hier jetzt auf der Rückseite. Gehen wir mal hier an die Kiste ran und holen uns hier einfach mal alles raus, was hier drin ist. Ja, für unseren McDrive-Sprecher brauchen wir einfach mal glatte, rote Sandsteinstufen, Sandsteintreppe davor nochmal. Dann holen wir uns mal weißen Beton raus, Quarztreppen. Denn glatter Sandstein in dieser hellen Form. Dann holen wir uns Prismarin-Treppen und Stufen raus, wie Akazienschalter, also einfach so einen roten Schalter. Und dann holen wir uns noch den Beobachter raus. Der wird unsere Sprechanlage sein. So, als erstes würde ich mal sagen, starten wir unsere roten Sandsteintreppen. Ich habe das Ganze schon ein bisschen zuvor markiert. Warum nicht? Kann ich ja machen. Und zwar stellen wir die auf der, ja, würde ich mal sagen, so nach, so umgedreht auf. Genau hier an der Kante von unserem Krusty Burger richten wir uns. Lassen so drei Blöcke Platz und machen hier auch nochmal eine umgedrehte Treppe hier, denn ja, einfach drei Blöcke entfernt. So, das Ganze verbinden wir einfach mal mit rote Sandsteinstufen. Auf den umgedrehten Treppen machen wir jeweils nochmal eine normale Treppe hin. Platzieren jetzt darauf zweimal weiße Betonblöcke. Denn an den Seiten machen wir einfach umgedrehte Quarz. Treppen, das sind die Hände von unserem Krusty. Ganz oben machen wir dann noch den Kopf von Krusty rauf. Da mache ich gleich eine Nase ran. Dann würde ich sagen, mache ich ihm gleich noch seine, ja, grüne Frisur so ein bisschen rauf. So, das ist der Krusty, der fest schon ein bisschen das Schildern. Und an den Seiten machen wir noch das Schild ein bisschen stabiler, dass wir hier oben nochmal auf seinen Händen so eine Stufe raufpacken. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch den Sprecher einfach mal hin. Der wird dann hier in der Mitte sein. Müssen wir von hinten platzieren, damit denn die Sprechanlage auch vorne zu sehen ist. Danach machen wir das Blockmaterial einmal weg, gehen an die Kiste rein und dann habe ich hier noch ein Schild. Denn das Schild, das machen wir jetzt einfach mal hier auf den weißen Betonblöcken, die noch frei sind, einfach hin. Da kannst du denn deine ganzen Angebote hinschreiben, wie teuer ein Burger ist, was ein paar Menüs kosten oder. Was du möchtest, was du bei deinem Krusty Burger gerne verkaufen möchtest, kannst du denn hier einfach hinschreiben. Dann würde ich sagen, fehlt nur noch eine Sache und zwar unser Krusty Burger Aushängeschild. Da müssen wir dann nochmal hier an diese Kiste rangehen und holen uns hier mal die erste Reihe einmal raus. Für unser Krusty Burger Schild brauchen wir einfach mal gesagt weiße Betonblöcke, denn holen wir uns auch hellgraue Keramik raus, denn polierte Granitstufen, glatte Quarztreppen oder normale Quarztreppen, da sieht man eigentlich kaum den Unterschied, denn Quarzstufen nochmal, schwarzer Beton, glatter Sandstein, ne? Der glatte Sandstein, ohne dass man da was sieht, sondern so eine Kerben oder irgendwas. Davon dann nochmal die Treppen und dann holen wir uns noch Prismarin Treppen raus. So, wenn wir dann den Anfang haben für unser Krusty Burger Schild, beginnen wir mit dem weißen Beton. Und zwar, ich setze mir das jetzt einfach mal hier hin, da musst du mal gucken, wie du dir das Schild hinsetzen willst, wo du es dir genau platzieren möchtest. Kommt ja immer darauf an, wie du dir dann auch den Parkplatz und sowas machst. Ich habe mich schon alles so ein bisschen abgestimmt. An sich mal hier so ein Fundament von unserem Krusty Burger Schild mit glatte rote Sandsteinstufen. Die sind an sich 7 Blöcke lang und 3er Breite. Ne? Kann man einfach so als Fundament nehmen, kannst auch was anderes nehmen, wie du möchtest. Und zum Abstand jetzt, sag ich mal, so ein bisschen vom Fundament und so vom Schild, sag ich mal, habe ich hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sagen wir mal 14, 15 Blöcke Abstand zum Krusty Burger lasse ich mir so ein bisschen mit dem Schild.
Jo, wenn wir das Ganze dann haben, würde ich sagen, müssen wir jetzt noch die Höhe vom Krusty Burger Sheet bestimmen mit unseren weißen Betonblöcken. Die Höhe kann man sich eigentlich aussuchen, wie man möchte, wie hoch das sein soll. Kannst du hoch machen, wie du möchtest. Aber ich würde sagen, ich mache mir so einen Maßstab von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke ist jetzt an sich mein Vorbau. Da weiß ich nicht, ob ich das jetzt so lasse. An sich gefällt mir die Höhe. Ist auch passend jetzt hier zu den anderen Gebäuden. Das Schild schaut noch drüber. Man sieht es, da muss man auch mal drauf achten, ob man das Schild auch sieht. Nicht, dass man hier gleich neben einem Hochhaus ein Schild hinsetzt, dann sieht man natürlich nicht. Aber ich würde sagen, ich mache noch eine Höhe, also 16 Blöcke mache ich mir das Ganze hier. Danach nehmen wir einfach mal unsere hellgraue Keramik, platzieren die jetzt einmal oben drauf. Und jetzt kannst du immer noch aussuchen, wo soll denn Schild, also die Schrift hinzeigen, ne? Nach der Seite oder der Seite. Ich richte mich so ein bisschen nach der Straße immer. Ne? Ich sag mal, wenn man jetzt zum Krusty Burger hinfährt, möchte man ja auch sehen, was da drauf steht. Und nicht erst muss man hier anhalten und nach oben gucken. Wäre ja doof. Ja, jedenfalls auf jeder Seite, wo wir das gerne hinhaben möchten, setzen wir noch 6 weitere hellgraue Keramikblöcke hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danach platzieren wir darauf dann 3 weiße Betonblockschichten. Dann nehmen wir wieder unsere hellgraue Keramik, lassen jetzt an der Seite einen weißen Betonblock frei, ziehen das Ganze bis zur anderen Seite hin, lassen dann danach, würde ich sagen, 3 Blöcke Platz, setzen hier eine weitere Schicht so hin. Jo, dann nehme ich mir meine Granitstufen und setze mir die jetzt hier immer, wenn es zur nächsten Ebene geht, immer eine Stufe vorne hin. So. Wenn wir das dann haben, geht es weiter mit unseren Quarztreppen und Stufen. Jetzt machen wir so ein bisschen die Hände von Krusty hin. Relativ schnell gebaut. An der Seite machen wir einfach eine umgedrehte und normale Treppe hin. Und bei der umgedrehten setzen wir noch eine Stufe ran. Und dann würde ich sagen, hier vorne bei den ersten weißen Betonblocks setzen wir eine umgedrehte Treppe hin. Und fertig ist schon so eine Hand von Krusty, der den Burger festhält. Machen wir auf der anderen Seite genauso. Ja, wie gesagt, relativ schnell hingezogen. Zack, haben wir schon die erste Hand fertig, gehen wir auf die andere Seite, müssen synchrones nachziehen und fertig wär's. Ja, dann wollen wir so langsam mal den Krusty auch ein Gesicht zaubern. Dann nehmen wir einmal unsere schwarzen Betonblöcke hin, suchen hier einmal so ein bisschen die Mitte raus. Wir können jetzt hier bei der ersten weißen Betonebene anfangen, hier 3 wegzaubern bei der Mitte. Das Ganze können wir bis nach oben machen. So, dann setzen wir 2 schwarze Betonschichten hin, darauf setzen wir denn glatte Sandsteinschicht, darauf würde ich sagen, machen wir gleich den hier schon ein bisschen die Augen von Krusty hin mit Quarzblöcken. Dann setze ich mir hier wieder einen Sandstein dazwischen, noch einmal hier oben drauf und wie so eine kleine Pyramide halt. So, an den Seiten setze ich mir den Sandsteintreppen nochmal hin. Und wenn wir das dann haben, nehmen wir uns einmal unsere Prismarintreppen hin und setzen jetzt an dem Augapfel von Krusty so ein bisschen das Haar hin. Einfach mal so einfach mit 3 Treppen an sich setzen wir das hier einfach mal so ran. Und wenn wir den Kopf von Krusty so ein bisschen jetzt schon so haben, nehmen wir nochmal einmal unsere Quarzstufen zur Hand und setzen an der oberen schwarzen Betonschicht nochmal eine Quarzstufenschicht hin. Auf der anderen Seite natürlich mitziehen. Danach können wir dann einmal das Blockmaterial wegtun und gehen hier wieder an unsere Kiste ran und holen uns noch den Rest raus, um Krusty fertig zu bauen. Zum Fertigbauen holen wir uns dann nochmal eine Prismarinstufe raus, denn einfach einen Steinknopf. Dann holen wir uns noch polierte Andesit-Stufen, aber da kann man auch was anderes nehmen, das siehst du ja dann gleich. Dann holen wir uns noch rote niederzige Stufen für seine Nase und für seinen Mund noch holen wir uns Tropenholz-Stufen wie Treppen raus. Ja, wenn wir dann auch das alles haben, fliegen wir einmal hoch zu Krusty. Ich würde sagen, wir setzen erstmal seine Haarpracht noch oben hin. So, der soll ja keine Glatze haben. Dann können wir gleich auch schon mal seine Augen ranzaubern. Natürlich auf der Rückseite müssen wir es mal mitziehen. Danach setze ich mir einfach mal zwischen seinen Augen die Nase hin. Und dann kann man seine Augenbrauen noch hinsetzen. Ne? Und da kannst du auch gerne andere Stufenarten nehmen, was dir da so ein bisschen gefällt an für seine Augenbrauen halt. So. Ja, am Ende bleiben dann nur noch unsere Holzstufen und Treppen übrig. Damit zaubern wir ihn dennoch einen Mund. Da würde ich sagen, beginnen wir unten einmal mit seinem Kinn, dass wir unten erstmal eine ganz normale Stufe hinsetzen. Denn an den Seiten machen wir 2 umgedrehte Treppen hin. Hier oben unter der Nase würde ich einen Block einfach mal hinsetzen. So. Und dann kann man an sich hier noch so den Mund, also die Treppen entweder so, dass sie zum Auge zeigen, oder du machst sie so an die Seite hin, wie du möchtest. Kannst du dir gerne ausmachen. Aber ich glaube, wenn man die zum Block hin macht, sieht das Ganze besser aus. So, machen wir es nochmal auf der anderen Seite. Ganz unten Stufe hin. An der Seite dann einfach um die Treppen. Oben unter der Nase ein Block. Und dann entweder
so glatt ran, ne? Dann kannst du einfach so glatt dran lassen, ob das dir besser gefällt oder halt die denn so zur Nase hin sind, ne? Was dir halt optisch besser gefällt. Ja, wenn wir denn den Krusty so weit haben, fehlt nur noch eins, und zwar die Schrift drauf, damit man auch weiß, von wem das Schild ist. Blub, da ist die Schrift schon da. Zum Glück habe ich mir das Ganze schon gecraftet, denn hier bei der Minecraft-Version dauert das ja mal ein bisschen, bis man sich ja die Buchstaben auf Banners gecraftet hat. Wenn du nicht weißt, wie du dir Buchstaben auf Banners craftest, findest du auch in der Videobeschreibung ein Video von mir, wo ich nochmal das ganze Alphabet erkläre, falls du einen Buchstabe vergessen hast, wie man ihn craften sollte. Nicht vergessen, dass man natürlich auf das Schild von beiden Seiten lesen möchte, von daher setzt man dann nochmal die Banners auch auf der Rückseite. So, dann sind wir mit unserem Krusty Burger jetzt fertig. Ihr werdet mich ranmachen, das Ganze hier auch noch innen drin. Auch ein bisschen zugestalten. Mal gucken, wie ich mir das Ganze mache. Ich gucke mir, glaube ich, jetzt noch ein paar Folgen noch an der Simpsons an, damit ich auch noch im aktuellen Stand bin, wie er von innen drin aussieht. Und dann suche ich mir da was Schönes raus. Natürlich auch noch die Preise bestimmen, aber ich denke mir, glaube ich, was selber aus. Dann nehme ich nicht unbedingt vielleicht was von den Simpsons, aber ich gucke mal, vielleicht würden da auch ein paar Preise angezeigt. Dann kann man da auch vielleicht so ein bisschen was mit reinbauen. Naja gut, gucke ich mal. Ja, ansonsten reiße ich mir hier hinten das noch ab und dann ziehe ich mir hier hinten noch den Parkplatz fertig. Und dann gucke ich mal, was ich daneben baue. Aber ansonsten würde ich sagen, hören wir uns denn zum nächsten Teil von Krusty Burger. Wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann kannst du dir ansehen, wie er auch von innen drin aussieht. Gut, dann stelle ich mich hier vor unserem Krusty Burger Safety hin. Und wenn ich hier vorne Safety stehe, dann war's das Ganze hier. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.